Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Live-Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich bin ConquerStealthyFox und wir zocken Project Zero, die Maske der Mondfinsternis. Oder Fatal Frame, wie es im Original heißt. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem Blind-Projekt. Ich habe ja damals nur den ersten und den zweiten Teil gespielt auf der Xbox, geschweige auf der PlayStation 2. Und ich habe ein bisschen recherchiert, ob ich alle 5 Teile spielen kann. Es gibt hier und da ein paar Abweichungen. Also die ersten beiden Teile könnte ich auf der Xbox spielen. Den zweiten auf der PlayStation 2. Und den vierten und den fünften kann man jetzt ja auch für die neuen Konsolen zocken. Also Steam, PC, also PlayStation und Xbox. Und das ist das Gute daran. Ja, Project Zero, der vierte Teil, ist chronologisch der erste. So die Internetrecherche, und deswegen spielen wir halt den vierten Teil von 5 als allererstes. Ich bin gespannt, ich habe alle Optionen schon eingestellt, aber ich gehe nochmal durch. Ja, was das heißt, klassisch und Action, das müssen wir noch herausfinden, welche Steuerung mir da besser liegt. Sonst ist alles, denke ich mal, eingestellt. Kameraempfindlichkeit, das muss ich dann nachjustieren, das sollte alles okay sein. Ich denke mal, wenn das zu laut ist, dann müsst ihr mir natürlich nachher Bescheid sagen. Ansonsten, ja, es wird blind, das heißt Rätsel und Gruselfaktor ganz frisch. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's. Und natürlich auch schwer, nein, um Gottes Willen, erstmal normal. Madoka, nanka omoidaseta? Um, zeibun mae no koto da shi. Watashi tachi 5 ga utsutte ita no wa tashika ni kono tatemono ne. Ne, Misaki, hontou ni koko ni kureba yokatta no kana? Shashin no basho demo nani mo omoidasenakatta shi. Mou kaeru. Watashi no yuu toori ni shiteba ii no? まどか真ん中風になりたいの。そう。私たちを見てしまった。今私たちの番だ。神隠しにあった5人が順番に。やめてよ。そういえば この感じ。 Auftakt, erblühen. Ja, das fängt schon gut an. Oh, warte. Grundlegende Steuerung. Gehen, ist klar. Halte LB gedrückt, um dich parallel in Blickrichtung der Kamera zu bewegen. Okay. Umsehen. Gut. Ist ja auch ein ekliger Sound, so, ne? Ziel. Ah, okay. Und es werden die Ziele angezeigt. Finde Misako. Okay, wir können... Ah, ist so ein bisschen Resident Evil 4-like. Ah, wir können aber auch gegen die Kamera laufen. Oh. Also kann ich strafen. Okay, was haben wir hier? Untersuchen. Auf der Kommode und in den Schubladen liegen Fotos verstreut. Die Fotos sind verblasst und nicht mehr zu erkennen. Ja, man sieht da ein paar liegen. Polaroid. Okay, ich kann ein bisschen rennen. Ich
Und ich auch eine 360-Grad-Drehung, hier eine 180-Grad-Drehung, Karte. Geisterliste. Keine Fotos. Wandergeist. Rachegeist. Ju-on, ne? Puppen? Oh, ne. Das ist natürlich nicht so geil. Items. Haben wir was dabei? Gegenstände, wichtige Items, gar nichts. Nicht mal eine Taschenlampe. Karte? Auch nicht. Okay. Ey, das ist hier mega gruselig. Haben wir hier irgendwelche Masken? Was? Öffnen? Wo ist sie denn eigentlich hin verschwunden? Geht die Tür denn überhaupt auf? Nee, das ist schon mal ganz gut. Ah, okay, sie dreht sich dann auch in Richtung Kamera. Warte mal, kann ich auch... Okay, dann dreht sie sich mit. Ah, da ist meine schnelle Drehung. Das ist gut zu wissen. Hier war ja auch noch eine Tür. Probieren kann man es ja. Einfach wieder gehen. Okay. Aber was ich eigentlich mal gucken wollte, und zwar wollte ich gucken Einstellung, und zwar Anzeichen Audio. Ne, ich kann es nicht auf Englisch stellen für die Leute, die sagen, warum spielst du es nicht auf Englisch? Ich muss aber sagen, das Japanische ist schon geil. Der erste war ja im Englisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hätte umstellen können. Misaki. Warum lässt du mich alleine? Grundlegende Steuerung. Halte LT, um zu laufen. Dreh dabei... Dabei dreht sich die Kamera automatisch hinter dich. Okay, schnelles Umdrehen. 180 Grad, nicht 360. Komme ich auf 360. So. Misaki! Oh. Irgendwann steht da einer hinter der Tür und dann... Taschenlampe von Misaki. Ist das Misakis Taschenlampe? Oh oh. Die Taschenlampe erleuchtet dunkle Orte und hilft dir bei Untersuchung deiner Umgebung. Okay. Nein, es ist nicht die von Misaki. Wo ist sie denn nur? Misaki? Misaki? Alter, die Sounds, das ist richtig krass so. Mit der Taschenlampe kann ich umherschauen. Umschauen. Was ist denn da? Achso, das ist eine Lampe. Ich dachte, das war auch wieder so eine komische Fratze. Was? Öffnen? Ich dachte, ich kann das Schild lesen. Muss Misaki folgen. Ja. Die lässt mich ja hier einfach stehen. Oh, diese Masken immer, ne? Das ist ja... Wer hängt sich denn sowas hier hin? So. Die Tür scheint von innen abgeschlossen zu sein. Misaki? Okay. Erkunde das Schwesternzimmer im zweiten Stock. Welche von beiden? Misaki oder sie hier? Ich weiß gar nicht, haben wir... Hier, das ist die Karte.
Madoka heißt sie. Okay, gehen wir in den zweiten Stock. Ach, die Masken. Ja. Hängen sie die gerne in deine Wohnung? Ich weiß ja nicht. Bis da irgendwann mal eine die Augen aufmacht. Oder hinterher glotzt. Geist. Ein Schwesterngeist. Wird wahrscheinlich auch der erste Gegner sein. Guck mal, da sind noch mehr Fotos. Hier, Fahrstuhl. Geht nicht. Ist das denn hier eine Krankenstation? Eher so, das ist sieht so wohnhausmäßig aus. Aber die Atmosphäre, das ist doch eine Tür. Die Atmosphäre ist schon krass, oder? Untersuchen. Diese auffällige Stelle rührt sich nicht, auch wenn man dagegen drückt. Okay. Weiter höher geht's nicht. Kann aber auch ein hübsches Krankenhaus sein. Ich weiß ja gar nicht, in welchem Jahr das spielt. Geschweige, sagt das Internet ja, das wäre der erste Teil. Chronologisch. Da bin ich echt mal gespannt, wie das mit den anderen zusammenhängt. Ich habe mich jetzt einfach darauf verlassen. Dann irgendwann den ersten, zweiten, dritten und fünften spielen. Ich meine, den ersten habe ich auch relativ gut eBay geschossen gekriegt. Aber es kann sein, dass der dritte Teil und vielleicht auch der zweite etwas schwieriger sein. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da hinterher zu gehen. Alleine das Gesicht da. Zeitungsausschnitt. Ich bin mal gespannt, wenn die Action richtig losgeht, ob ich... Weil sie bewegt sich schon ein bisschen langsam. Oh, wie heißen die Tore noch? Verdammt. Das vergessen. Oh, guck mal. Da sitzt sie. Oh Gott! Zurück. Ich hab doch gar kein Zimmer. Auf dem Fensterglas steht Schwesternzimmer. Sommer rennt. Hinter dem Vorhang ist es zu dunkel, um etwas zu erkennen. Also müssen wir da rein. Ich meine, du hast da eine Taschenlampe. Da glaube ich direkt reingeleuchtet. Hier ist niemand. Objekte untersuchen. Es können die verschiedenen Gegenstände in den Räumen untersucht werden. Untersuchbare Gegenstände reagieren, wenn sie mit der Taschenlampe angeleuchtet werden. Okay. Ich meine, die Protagonistin im ersten Teil, die war ein bisschen... Oh, was liegt da denn? Was ist das? Das ist eine... Ach, das ist eine Teekanne. Sah jetzt so ein bisschen komisch aus. Ah. Wenn ein Objekt aufleuchtet, nachdem der Lichtkegel der Taschenlampe es getroffen hat, kannst du deine Hand ausstrecken, um es zu untersuchen. Greifen. Wenn du neben dem Objekt stehst, erscheint das B-Symbol am Bildschirm. Drücke und halte B, um nach dem Objekt zu greifen. Du kannst deine Hand zurückziehen, wenn du B loslässt. Ist auch eine Mechanik, ich glaube, im zweiten Teil sehr beliebt gewesen. Man kann halt gegrabt werden.
Ich habe nicht zurückgezogen. Kurzmitteilung einer Schwester. Auf dem Papier steht etwas geschrieben. Ich habe den Schlüssel zum Museum auf meinen Schreibtisch abgelegt. In dem Museum sind viele wertvolle Objekte ausgestellt. Daher achten Sie darauf, es immer abzuschließen. Ja, untersuchen. Auf der Theke sind alte Krankenakten und Hefter verstreut. Hier ist Ankleidezimmer. Auf der anderen Seite sind unter anderem Schwesternuniformen gestapelt. UA ist doch unter anderem, oder? Ah, das ist hier Zimmeralarm. Was das ist, weiß ich nicht. So ein Mischpult. Hier ist aber noch was. Ich kenne... Oh, das blaue Licht verrät es ja, ne? Untersuchen. Greifen. Auf dem kleinen Schlüssel mit Efeu-Mustern steht Asu-Museum. Das ist der Schlüssel für den Raum, in den Misaki verschwunden ist. Drücke X, um das Menü zu öffnen. Auch eine merkwürdige Taste für Menü. Dort kannst du die Karte aufrufen, Items verwenden, Aufzeichnungen ansehen, einsehen, die du bisher gefunden hast. Bitte beachte, dass im Japanischen die erste Stock das Erdgeschoss ist. Stimmt ja. Erstes ist First Floor, dann 2, 3, 4, 5, 6 und dann Untergeschoss. Aber auch netter Hinweis, ne? Das ist im Japanischen das erste Stock des Erdgeschosses. Finde ich cool. Ist mir gar nicht aufgefallen, als wir die Karte angeguckt haben. Erster Stock. Ist tatsächlich auch, finde ich, gar nicht mal so verkehrt. Ne? Es ist ja der erste Floor, wenn du so willst. Gott. Dieses Lied. Hallo Sassi. Ah, das ist ja grässlich. Was? Das Lied eben war sehr... Oh, ich krieg richtig Frostfell. Also... Boah. Ich glaube, ich wäre ein bisschen schneller unterwegs als sie. Aber ich glaube, es hat begonnen. Wäre das was für euch? Würdet ihr in so Lost Places, sagen wir mal, das ist ja, denke ich mal, nicht mehr benutzt, so wie das aussieht, würdet ihr da reingehen? Also ich gucke ja auch gerne Lost Place Videos oder so, aber diese Masken, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Irgendwann. Und auch irgendwann steht da was vor der Tür. Wurde im ersten Teil auch gerne gemacht. So, Misaki. Ich möchte bitte nach Hause und die Credits sehen. Öffnen. Schlüssel verwendet. Ah!
Oh, sie steht hinter der Tür. Gesehen in der Spiegelung? Misaki? Ja. Misaki, wo bist du? Aber man sieht im Spiel schon an, dass es ein bisschen älter ist, ne? Also hier und da. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Dafür, dass es wertvolle Stücke sein sollen, sind die ganz schön ramponiert. Selbst wenn das verlassen ist. Ich glaube nicht, dass das sich selber so runterwirtschaftet. Alte Bücher sind aufgereiht. Kann noch zu entziffern. Kaum noch zu entziffern. Aber der Name Kunihiko Aso ist mehrfach zu erkennen. Ist wahrscheinlich der Autor oder wahrscheinlich irgendwas, was er mal verfasst hat oder so. Oder eine Sammlung. Oh, guck mal. Guck mal, guck mal. Kamera Obscura. Ganz wichtig. Es ist bloß eine alte Kamera, aber von ihr geht eine seltsame Aura aus. Sag nicht, das ist nur eine alte Kamera. Das ist die Kamera. Wer die Spiele kennt, weiß ganz genau. Okay, die nicht so. Das sind alte Kameras. Da kannst du sagen, das sind alte Kameras. Aber die da? Nein. Ja, ich kann gleich die Masken mir mal genauer anschauen. Untersuchen. Okay, greifen. Wisst ihr, ich kann auch wieder wegziehen. Aber der Punkt, wenn man gegriffen wird, das ist schwierig. Professor Asus Notizen 1. Auf dem Notizbuch steht der Name Kunihiko Aso. Ah, das sind wahrscheinlich dann auch seine Notizen. Ja, wenn ihr das lesen wollt, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, ne? Dann könnt ihr gerne pausieren das Video, auf zumindest die sich das Video auf YouTube anschauen. Ich wollte auch nochmal drauf eingehen, also falls euch Geister oder so verfolgen, hinhocken, Augen und Ohren zu halten, dann wird alles gut. So, untersuchen. Aber auch noch greifen. Wie das Spiel uns noch immer glauben lässt, dass nichts passiert bei diesem Greifen. Eine alte Kamera, das muss diese Kamera Obscura sein. Ich habe mit sowas gerechnet. Kamera Obscura hat die Fähigkeit, Geister zu erfassen und sie einzuschließen. Wenn ein Rachegeist erscheint, kannst du ihn mit der Kamera Obscura einschließen, indem du ein Foto von ihm schießt. Okay, mit Y können wir die Kamera und... Okay. Weg. War das ein Mensch? Nee, das war ein Rachegeist. Eieiei, wie in Ju-On oder... Ne. Oh, okay, können wir... Warte. Kamera. Können wir doch ein Foto von machen, ne? Zoom oder so kann ich nicht. Okay. Der Fluch der Puppe wurde aufgehoben.
Neben der Puppe liegt etwas. Uzuki-Puppen. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Diese rot gekleidete Puppe heißt Uzuki-Puppe und sind ein traditionelles Reiseandenken der Rugetsu-Insel. Ihr Ursprung ist nicht vollständig geklärt, aber es heißt, sie waren anfangs Puppen, die von Eltern für die Totenmesse ihrer verstorbenen Kinder angefertigt wurden. Auf eigenen der Insel gehalten, die Puppen als Unglücksbringer. Also einige davon. Aber hier auf Rugetsu spricht man ihnen ein Unheil verhütende Wirkung zu. Deswegen sind sie hier an allen möglichen Orten zu finden. Ja, das müssen wir jetzt... Wir können uns mal die Aufzeichnung... Stimmen? Telefon? Geisterradio und Tonbänder, okay. Zusammenfassung? Keine Zusammenfassung vorhanden. Geisterliste. Ah, das ist die erste Puppe. Können wir uns das Foto auch genauer angucken? Schade. Rachegeist. Wäre das nicht der erste Geist? Da. Oh, die hat sogar einen Namen. Ah, das ist das Foto, was sie geschossen hat. Eine Patientin, die unter den Eindruck litt, sich selbst aufzulösen. Sie vergaß ihren Namen und fleht darum, dass man ihr ihn zurückgibt. Boah, das ist... Also ganz ehrlich, was sagt ihr denn jetzt so? Wie in den ersten paar Minuten. Ist das Feeling da, ja? Ja, man kann es ja wenigstens versuchen. Also sie hat ja die Tür nicht zugehalten. Sie hat sich einfach nur hingesetzt und abgewartet. Da ist so ein Gesicht drauf. Was kann ich eigentlich... Okay, da könnte ich den Typ wechseln. Okay, aber das ist praktisch. Ich kann also immer die Kamera wegnehmen und ziehen. Aber da ist ja ein Gesicht drauf, oder nicht? Das sieht zumindest danach aus. Dass wir davon unendlich haben. Gut, aber wo ist... Mitsuki. Gerne, Spielstand speichern. Das war der Prolog anscheinend. ことは存在しないことになるのだろうか。私には小さい頃の記憶がない。私がいた島のこと、住んでいた家のこと、そして父のことも。私たちが神隠しにあった以前のことは何も思い出せない。 一緒に見つかった4人も、あの時のことは覚えていない。かすかに思い出せるのは、一つの旋律。
いつもここで途切れてしまう。音楽と共に蘇る記憶のかけら。この記憶は。 死んだ。マリエと巴。神隠しにあったうちの二人。まどかは、美咲と島に行くと私に告げ、戻ってない。あの島へは近寄らないで、ルカ。 お母さん、知らない方がいいこともあるの。でも、私は確かめたい。あの時、何があったのか。